Hallo, mein Name ist Sarah Rashad. Ich komme aus Ägypten, Kairo. Ich bin Teilnehmer von Train of Trainer, von der Ausbildung von Sola Toya. Isekem Energy ist ein österreichisches Unternehmen und arbeitet in dem Themenfeld erneuerbare Energie, entwickelt Energiesystemlösungen. Und gemeinsam mit unserem ägyptischen Gesellschafter Seken arbeiten wir über die kulturellen Grenzen hinweg in Ägypten an einem neuen nachhaltigen Geschäftsfeld im Bereich Solarthermie. Innerhalb der Wirtschaftspartnerschaft in Ägypten gibt es mehrere Schwerpunkte und einer der Schwerpunkte ist die Ausbildung, ist das Training. Wir bilden mit dem BFI Burgenland ägyptische Solateure aus. Hello, I'm Mohammed Reda. I'm working here in the Ethiopian University as a teaching assistant in the Renewable Energy Department. And now, like you see, we have a training in solar thermal energy. And I need this training very much because I assure I will help my students in our curriculums, and I need to help other experts to know what the meaning of solar thermal energy and how we can use it and how to be innovation here in Ägypten. Schüler haben aus allen Vorbildungsklassen angefangen von Ingenieur bis zum Beamten aus dem Ministerium. Und bei der Befragung zum Schluss, was hat euch am besten gefallen, haben es doch alle einstimmig gesagt, die praktische Ausbildung. Wir haben da einen Prüfstand gehabt vom BFI vorbereitet, der ist übergeschickt worden in Einzelteilen, schön durchnummeriert, dass wir uns ein bisschen leichter tun. Und das war ein Riesenspaß für die, weil die Techniker haben zwar eine sehr fundierte Ausbildung technisch, aber doch eben nur theoretisch. Und das war für alle ganz eine neue Erfahrung und der größte Spaß im ganzen Kurs. Was die Menschen heute brauchen, ist, dass sie zusammenarbeiten können. Und besonders wenn zwei Kulturen sich begegnen und miteinander zusammenarbeiten, entsteht immer etwas Neues, eine echte Begegnung stattfindet. So, was die Lehrer, Trainer jetzt machen, ist das, was man sich auf der ganzen Welt wünschen kann. Dass man Fähigkeiten, die man erlernt hat, weitergeht. Das finde ich das Ähnlichste, was ein Mensch heute machen kann. Das ergibt natürlich eine Energiequelle, auch dazu da. Das ist bestimmt nicht eine Frage. Und das dann gerade die lieben Österreicher kommen und zeigen uns, wie man zu erneuerbaren Energien kommen kann, wie man so diese Energie aus der Sonne ernten kann. Das finde ich auch das Älteste. Mrs. Bazamat Mohammed, was erwähnt? Wir setzen auf Bildung, weil wir mit dem Ausbildungsprogramm und mit dem Training quasi den Markt stimulieren können und den Markt in Ägypten für Solarthermie aufbauen wollen, gemeinsam mit unserem österreichischen Firmennetzwerk. Weitere Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit in Ägypten sind der Aufbau einer Solarthermie-Plattform, der Aufbau einer Großsolarthermie-Demo-Anlage am Roten Meer und die Entwicklung von einem adaptierten Thermosiphonsystem. Um langfristig regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen, wird eine Kollektorfertigung mit unserem Partner Green One Tech in Ägypten aufgebaut.
Ägyptische Techniker werden dazu in Kärnten trainiert, dass sie langfristig eben so Laternikollektoren auch in Ägypten selber bauen können. Primotec ist Weltmarktführer für thermische Flachkollektoren. Wir haben in Europa ungefähr einen Marktanteil von rund 25%. Das heißt, jeder vierte Kollektor, der in Europa installiert wird, stammt aus dem Hause Primotec. Grundsätzlich für Primotec ist die Mitgliedschaft, die Partnerschaft in einem ADA-Projekt insofern von großer Bedeutung, als dass wir unsere Exportaktivitäten hier intensivieren können. Wir können speziell für einen Markt außerhalb Europas, innerhalb Europas haben wir eine sehr hohe Marktdurchdringung, aber außerhalb Europas, was auch unser Ziel ist, speziell was Ägypten jetzt betrifft, haben wir eben die Möglichkeit, durch dieses Projekt den Markt in den Markt vorzudringen, zusammen mit SECEM hier Erfahrung zu sammeln. Wichtig für uns ist auch, den Markt selbst zu kennenzulernen, die Produkte, die für diesen Markt nötig sind, eben dann zu entwickeln, was wir im Rahmen dieses Projektes machen.